Das ist die eine Stunde Dauerschleife von Jeopardy. Die Linke enthält sich. Und 25 die Grüne. So sah heute unsere Ausschusssitzung aus. Herzlich willkommen zum Ausschussreport. Diesmal ein bisschen anders, genauso anders, wie auch unsere Ausschusssitzung anders war. In Corona-Zeiten kann man sich ja nach wie vor nicht so gut in Ausschussräumen physisch treffen. Deswegen haben wir als Digitalausschuss zum allerersten Mal für einen Ausschuss im Bundestag überhaupt ein rein digitales Meeting veranstaltet. Dafür hat die Bundestags-IT eigene Lizenzen für ein Videokonferenzsystem angeschafft. Wir sollten die Versuchskaninchen sein, wären wir auch gerne gewesen, aber der Versuch ist gescheitert. WebEx von Cisco haben wir nicht ins Laufen gekriegt und sind dann kurzfristig auf ein anderes System umgestiegen. Das ging dann erst ein bisschen schwierig, weil der Moderator dieses Gesprächs war in einem Mobilfunknetz, das nicht so belastbar war. Da haben wir uns alle kaum verstanden. Aber nach dem Wechsel in ein WLAN lief auch das flüssig und wir konnten eigentlich ganz gut miteinander reden und uns sogar dabei sehen. Inhaltlich ging es eigentlich nur um ein einziges Thema. Ich hatte das beantragt, nämlich dass wir einen Bericht von der Bundesregierung bekommen zum Stand der sogenannten Corona-App oder auch Contact Tracing-App, mit der man Kontakte verfolgen kann und schneller Infektionsketten unterbrechen kann. An und für sich ist das keine schlechte Idee, aber wie bei ganz vielen Apps kann man sie entweder gut machen oder man kann sie ganz schlecht machen. Und seit einigen Wochen haben wir eine sehr heftige Diskussion darüber, was ist denn eine gute und gut heißt hier datenschutzfreundliche Anwendung, mit der man das Ziel erreichen kann, Infektionsketten durchbrechen, gleichzeitig aber nicht erreicht, dass irgendwo Daten gesammelt werden, die kein Schwein was angehen. Ich hatte nämlich gefragt, an welchen Modellen die Bundesregierung eigentlich arbeitet und wie sie sich für eins davon entscheidet. Die Antwort kam, dass anders als man vorher gesagt hat, man sich gar nicht nur auf ein zentral datenspeicherndes Modell fokussiert, sondern dass man drei verschiedene untersucht. Noch ein proprietäres, das in Österreich im Einsatz ist, aber vor allem auch einen sehr interessanten dezentralen Ansatz, der von ganz vielen Wissenschaftlern und Organisationen präferiert wird. Einige von denen haben sogar die zentrale Projektinitiative verlassen und machen jetzt sozusagen das Dezentrale. Die Schweiz und die Niederlande haben gestern erklärt, auch diese Variante haben zu wollen. Heute im Ausschuss hörten wir aber vom Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums, dass man sich eigentlich doch schon für den zentralen Ansatz entschieden hat, dass man da schon die Entwicklung einer App beauftragt hat, eine Machbarkeitsuntersuchung bereits läuft und ich fühle mich so ein bisschen verarscht. Ja, wir haben natürlich auch über andere Aspekte gesprochen. Es hat sich dann in diesem Gespräch herausgestellt, dass es noch eine ganz große Hürde gibt für die Umsetzung dieser App, wie sie gerade dem BMG vorschwebt. Das ist nämlich der Umstand, dass es im Moment nicht mit iOS, also mit Apple-Geräten, kompatibel ist. Da finden Gespräche zwischen dem Kanzleramt und Apple statt, ähnliche Gespräche, wie sie auch die französische Regierung gerade führt. Es ist nicht absehbar, ob das zu Erfolg führt oder nicht. Wenn es nicht klappt, das wurde uns heute auch gesagt, muss man die Entwicklung der App ganz von vorne nochmal anfangen und dann würde man auch auf den dezentralen Ansatz setzen. Zur Sprache kam natürlich auch, dass heute das Europäische Datenschutzboard Richtlinien veröffentlicht hat für die Umsetzung einer solchen App. Diese Richtlinien, die schreiben vor, dass es sich um eine Open-Source-Anwendung handeln soll, also wurde das natürlich auch gefragt. Und es gab tatsächlich die Antwort, wenn diese App fertig ist, leider aber erst danach, soll sie als Open-Source auch veröffentlicht werden und auch anderen zur Verfügung stehen. Ich habe auch gefragt, ob ein anderer Aspekt dieser europäischen Datenschutz-Guidelines umgesetzt wird, nämlich dass vor Veröffentlichung der App eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht werden muss und das Ergebnis dieser Einschätzung auch ins Internet gestellt werden, also öffentlich gemacht werden muss. Da gab es die Antwort, ja, in so einem Assessment ist man dran, man ist auch im Gespräch mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten und es soll auch veröffentlicht werden. Ob vor oder nach der Veröffentlichung der App, das habe ich heute nicht raushören können. Gefragt haben wir auch, wie viele Nutzer muss man denn dafür gewinnen, dass so eine App eigentlich Sinn macht? Da gab es ja Wissenschaftler, die haben sich geäußert mit ungefähr 60%. Wir wollten wissen, was denkt das Bundesgesundheitsministerium und glaubt es, diese Zahl erreichen zu können, obwohl es ja doch ein sehr steiniger Weg ist im Moment und man nicht so sehr viel tut, um das Vertrauen und die Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nutzern zu erhöhen.
Die Antwort war, man kann da gar keine Zahlen nennen und es würden auch von Wissenschaftlern unterschiedliche Zahlen genannt werden. Und eigentlich wäre jeder Nutzer, den man früher erkennt, ja schon ein Gewinn. Also da hat man sich ein bisschen bedeckt gehalten. Bei dem Vorwurf der mangelnden Transparenz hat man schon indirekt gewisse Versäumnisse eingeräumt, hat gesagt, man würde Tag und Nacht arbeiten, wäre an der Grenze der Belastbarkeit und da würde vielleicht manchmal auch die Transparenz hinten runterfallen, aber man würde sehr darauf achten, dass sich das ändert. Noch heute soll eine Stellungnahme des Fraunhofer Instituts veröffentlicht werden. Weil der Bundesgesundheitsminister vor kurzem auch plötzlich unerwartet von einer Quarantäne-App erzählt hat, haben wir natürlich auch danach gefragt. Ich habe gefragt, warum wurde denn, das hat er mir auf Twitter gesagt, der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber überhaupt nicht einbezogen und was soll eigentlich diese Quarantäne-App machen? Interessanterweise war die Antwort zur Frage des Bundesdatenschutzbeauftragten, dass ja eigentlich die Gesundheitsämter und die Länder für den Einsatz verantwortlich sind und man deshalb den Bundesdatenschutzbeauftragten gar nicht in der Verantwortung sah. Aber man entwickelt es ja auf Bundesebene und auch der Bundesdatenschutzbeauftragte fand, er sollte einbezogen werden und jetzt bezieht man ihn dann doch ein. Die Quarantäne-App wurde zwar vom Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums als Surveillance-Maßnahme, also als Überwachungsmaßnahme bezeichnet, ist aber offenbar doch gar nicht so schlimm, wie der Name erstmal suggeriert, sondern bis jetzt ruft aus dem Gesundheitsamt zweimal am Tag jemand bei Menschen in Quarantäne an und fragt sie, welche Symptome sie haben. Die will man entlasten. Die Quarantäne-App soll eigentlich nichts anderes sein als ein Quarantäne-Tagebuch, in das man selbst zweimal am Tag die eigenen Symptome einträgt. Es geht also nicht darum, dass diese App tracken soll, ob man sich auch brav zu Hause befindet oder etwa das Haus verlassen hat. Also eine Art Quarantäne-elektronische Fußfessel, das soll es nicht sein. Es soll ein Quarantäne-Tagebuch sein. Und das fand ich zumindest eine gute Nachricht, dass das so ist und nicht anders. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Da gibt es auch wieder einen Ausschussreport zum Digitalausschuss. Und bis dahin, bleibt alle schön gesund und wenn nötig, bleibt zu Hause. Was könntest du noch so erzählen? Ich gucke mal, ob es noch was Interessantes oder Wichtiges gibt, was man mal so kursorisch hinwerfen kann. Achso, am Anfang habe ich gar nicht erwähnt, dass der BMG-Typ immer rausgeflogen ist wegen der Firewall im Gesundheitsministerium. Das wäre noch lustig gewesen.